Willkommen zurück bei unserem Let's Play zu Kenan Lynch 2 Dog Days und es geht direkt los mit einer Cutscene. Und mit den Worten, what the fuck? Ich wusste immer, dass Lynch ein echt liebevoller Mann ist. I got him in my sight. One shot. Don't do this, Kane. Tell him to let her go. Trust me. Kane, I'm sorry. Und wieder einmal hat sich eine Partnerschaft mit Lynch als sehr profitabel für Kane rausgestellt. Den Geräuschen zu folgen, sind sie gerade erschossen worden. Tja, das war's mit dem Let's Play zu. Wir cutten den Ladebildschirm mal. Ich glaube, der Anfang, der so ein bisschen, so ein bisschen in Medias Res war, wird jetzt hier erklärt. Ein nackter, aufgeschnittener Lynch. Ein Anblick, den ich nie haben wollte. Der scheint eingefettet zu sein. Ja, einfach nur nass. Ich sag eingefettet. Er wirft sich gleich hin und rutscht über den Boden. Durchs Level. Oh. Vom nackten, blutigen Lynch. Ich beneide den Mann am Boden nicht darum, dass das sein letzter Anblick war. Ja, aber sie sehen so aus, als hätten sie gerade ganz schön was durchgemacht. Ja. Ja, ihr wisst das nicht, weil wir unsere awesome Schnitttechnik für den Ladebildschirm eingesetzt haben. Aber auf dem Ladebildschirm hört man immer Geräusche. Man hat ein bisschen gehört, wie sie gefoltert wurden. Lynch. Ich bin dafür, dass das der Skin für den Rest des Spiels bleibt. Lynch! Fuck. Lynch. Mann, das muss wehtun. Oh. Sie haben gerade Lynchs Berserker-Button gedrückt. Nicht gut, gar nicht gut. Beste spielbare Passage ever? Ich nackig. Ich meine, das ist ja großartig. Ich meine, dagegen war das Ende von Metal Gear Solid 2, wo man nackt rumläuft, ja gar nichts. Guck dir das mal an, wie geil ist das denn? Ich bin kurz davor, du findest das ein bisschen zu toll gerade. Ist ja unglaublich. So. Ja, aber wie gesagt, Lynchs Freundin umzubringen könnte sich als ein schwerwiegender Fehler erweisen. Might as well be. Goddamn Singh. Killed my Sue. He almost killed us too. Must have been Shang Tsung's orders. Falsche Richtung, oder? Was? Nicht? Kommen wir hierher? Und wie schon. Warum können wir in diese Gasse gehen, wenn hier nichts ist? Escape zeigt irgendwie hier in diese Richtung. Da, wo du gerade bist. Okay. Ah, hier ist eine Rollladentür. Oh, wie konnten wir die nur übersehen? Dabei ist das doch die beste Mechanik im ganzen Spiel. Wenn es etwas gibt, was besser ist, als eine Rollladentür zu zweit zu öffnen, ist es, sie nackt zu öffnen. Nackt und zerschnitten. Ich fühle mich so nackt ohne meine Waffe. Hey, warte. We wouldn't be here. I was trying to save her. Yeah? We gotta find some clothes and get that arms deal. I should never have come. But I'm all you've got right now. You know where we are? Schön, dass sie in der Situation überhaupt noch gewählt sind, miteinander zu reden. Ja, ich könnte, selbst wenn ich mit meinem besten Freund in diese Situation geraten würde, hätte ich danach keinen Bock mehr zu reden. Oh oh. Boah, KI at its best. Waren da welche? Oh, jetzt. Jetzt hat er mich gesehen im Cover.
Crap. Oh, crap in a bucket. Lass uns einfach rennen. Crap in the Nile. Beziehungsweise, ich habe eine Waffe. Ich kann versuchen, welche zu erschießen. Ich brauche eine Waffe. Bin ich. Das bist nicht du. Der hier ist nicht. Ja, ich. Das sah nur so gerade so aus, als ob du mich ziehst. Aber hey, wir kennen uns jetzt gut auf Distanz. Wenn dieser Skin nur einen Vorteil hat. Ah, Skin, merkst du Skin? Skin, ja. Oh, da ist eine Pumpgun. Oder sowas. Irgendwas Großes. Ich hab immer das. Das war schon gesagt. Donk, 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 donk. Oh Mann. Das ist so surreal. Ja. Ich dachte mal, Alter, ich glaube, ich träume. Best Mission ever. Aber echt. Und jetzt Polizei. Die verhaften uns, weil wir unanständig durch die Gegend laufen. Erregung öffentlichen Ärger, das ist sehr schweres Verbrechen. Sehr schweres Verbrechen. Ja, aber hier eine Fahndung aufzugeben ist ziemlich einfach. Die Dudes. Andererseits, wir müssen uns ja nur was anziehen, dann hat sich schon wieder mit der Fahndung. Also da muss man doch mal dem Entwickler Respekt aussprechen, sowas habe ich noch nicht gesehen. Nee, es ist eine Idee, sagen wir es so. Es ist eine Idee und es spricht mal wieder dafür, dass die gestalterische Seite an Ken & Lynch eigentlich noch die bessere ist. Famous Plastiktischkammer. Immer wieder für ein Lacher gut. Immer wieder ein Klassiker. Wobei ich sagen muss, dass das Cover in dem Spiel zumindest teilweise natürlicher wirkt als jetzt bei anderen Titeln. Ja, man ist nicht so ganz schusssicher, wenigstens, wenn man im Cover ist. Ja, es gibt auch so Mass Effect, finde ich da, oder Gears of War ist auch so ein Beispiel. Da kommst du in einen Raum und siehst überall diese hüfthohen Wände, wie sie schön in richtigen Abständen nebeneinander stehen. Und dann kommt ein Ambush. Ja. Los, hier rein in den Kopiererladen und du weißt, wir sind nackt, wir sind in einem Kopiererladen, du weißt, was das bedeutet. 99 Kopien und die schicken wir an alle unsere Freunde. Als ob Kenneth Lynch Freunde hätten, lol. Ja. Da, was ich super geil finde, ist, es ist ja schon albern genug, wenn Waffen normalerweise an einem Körper kleben, aber jetzt du, nur dieser Gurt mit dem Gewehr an deinem nackten Körper, das ist irgendwie so gut. Das ist unglaublich. Ey, wie lange lassen die sich noch nackt rumrennen? Das ist unglaublich. Den Rest des Spiels ist. Ich glaube, die Entwickler hatten ein bisschen zu viel Spaß. Oh Gott, Lynch hat einen Zusammenbruch. Kein gutes Zeichen. Zivilistenentdeckung. Lynch, ich sag's dir gleich noch gerne, aber du hast da eine Pixelkrankheit im Schritt. Du hast ja am Anfang schon gesagt, Lynch ist so der Instabile, von daher ist sowas für ihn nur schwer. Noch schwerer als du. Ja, aber ich muss sagen, er handelt das bis jetzt erstaunlich gut. Mit Trauer und so, wie ein normaler Mensch es machen würde. Und Lynch ist kein normaler Mensch. Believe me. I know. Look, I want out, but I need this deal.
hat auch eine unfreiwillige Komik in dem Ausfall. Oh, Mann. Dieser Screenshot wird übrigens die neue Grafik von Geekmythology.de. Shang-Chi is not gonna stop. Now we need to be on that boat. And I ain't leaving empty-handed. I ain't leaving empty-handed and naked. This is all I got. And I need your help. Are you with me? Are you with me at Newt? Yeah. Oh ne, hier kommen wir her, oder? Was? Ne, hier kommen wir her. Okay. Oh, Cops. Ärgert mich nicht, ich bin nackt und wütend. Wenn man dann so geduckt rumläuft. Ah, Hund! Wieso haben wir ab? Oh, oh, oh. Wo bist du, du Scheiße? Komm raus! Gib dir Rückendeckung. I dare you, I double dare you, motherfucker. Das wirklich nicht gerne sage in dieser Situation. Hey, Lynch, deck mich! Oh Gott! Mehr Gegner! Swap. Oh Gott! Hast du das? Ja, ich hab mal auf einen Feuerlöscher gezielt. Die Gegner lecken hier gerade so rum. Oh Mann, immer diese kugelsicheren chinesischen Soldaten, das ist unglaublich, ja? Er lebt immer noch. Zeigen mir 5 Treffer an und er lebt immer noch. Das ist unglaublich. Ja, die haben Kevlar. Aber ich frage mich wirklich, wie die Einsatzbesprechung für diesen Notfall aussah. Weißt du, das SWAT-Team wird in einen Raum gerufen so, Leute, die Lage ist ernst. Da sind 2 Typen. Sie sind aufgeschnitten, sie sind nackt und sie ballern alles zusammen. Wir werden gebraucht. Draußen sind wirklich noch mehr Leute, als man denken sollte. Gehen aber auch manchmal schnell wieder ins Cover. Ich würde es übrigens persönlich lustiger finden, wenn Lynch so wie Max aus Sam & Max so eine Psychovision hätte. So Sachen sieht, die nicht da sind und so. Davon hätten wir aber momentan nichts. Ich hätte davon zumindest was. Wir haben leider keine Zeit mehr für diese Episode, also bis zum nächsten Mal von Ken Lynch 2, Dog Days. Wieder nach auch bekannt als Newt Days.